ist ja auch nichts anderes als ein Gemetzel. Egal wo ich bin, können die Viecher auf mich raufkloppen, schießen, pissen, keine Ahnung was. Warum kommt nicht noch einer und ein so Kackvieh mit der fucking Gatling? Was denn jetzt? Ach, hier ist Endstation jetzt. Also falle ich mal. Nein, nein, nicht. Jetzt gehe ich da fast wieder durch. Kontrollpunkt. Oh Gott. Ich frage mich jetzt, ob ich die alle erschießen muss. Ich werde es einfach tun. Ich glaube, es ist schlauer. Die werden bestimmt irgendwann irgendwie freigelassen. Und dann hänge ich da. Und kriege wieder volle Panik. Ja, genau das soll nämlich passieren. Deswegen kann ich die auch nicht von hier abschießen. Steht noch irgendwann einer im Freien rum? Nee. Gut, dann begebe ich mich mal wieder die Höhle des Löwen. Ich sag's ja. Da muss ich jetzt hinterher, oder was? Jetzt werde ich hier wieder mit Munition versorgt. Und warum ist das so? Genau, weil ich gleich wieder gefistet werde durch die Bank weg. Ja, okay, ins Wasser gehe ich ja nicht mehr. Boah, Alter, fick die Hände an. Ich bin gerade eben erst hier angekommen. Er denn hin? Gott, ey. Ach, da werden jetzt nach und nach die Leute für mich runtergelassen. Aber wenn das so ist... Was ist jetzt bitte? Okay, Munition habe ich für den Revolver jetzt relativ viel. Werde ich den auch mal schnell ausrüsten. Jetzt? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Hier komme ich nicht lang. Alter. Thank you.
sag mal. Ja, genau. Die trifft mich wieder. Ist so zu kurz. Endlich ist der Schwachkontur, ey. Ich will auch die Knarre haben, die der hatte. Der hat natürlich bloß Schrotflintenmunition dabei. Ich habe den nicht einmal mit der Schrotflinte stehen, schießen sehen, den Spacken. Der Vollsinn. Aber ich habe doch hier mit dem Charakter auch auf der Stirn stehen, kommt und holt mich, oder? Das ist egal, wo ich hinlaufe. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Kapitel heißt. Ups. Dann könnte ich mich ja so ein bisschen drauf einstellen, was jetzt kommt. Na, soll ich mich jetzt hier gleich in den Rohren verstecken? Ach, ich ahne schon wieder das Schlimmste. Hier ist was. Wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass mich dieses Glibberzeug irgendwie immer einen Scheiß interessiert. Munition ist das Wahre. Da hinten haben wir noch ein paar Kisten, die wahrscheinlich wieder leer sind, weil irgendwelche Bauarbeiter leere Kisten hier hingestellt haben. Ah nein, da ist mal was drin. Aber auch geil, ne? So eine Riesenkiste für ein bisschen Munition. Ich meine, klar. Ich bewahre Tic-Tacs ja auch immer in einem Container auf. Okay, kann ich das Ding jetzt irgendwie bedienen? Ja, da. Ich drücke schon. Das ist der Generator. Oh ja, jetzt habe ich natürlich wieder meine Freunde losgelassen. So, jetzt muss ich Schrotflinte wieder herkommen. Ich hoffe für dich, du bist tot, du dreckiges Stück. Jetzt ist er tot. Was ist? Boah, da kommt noch einer. Munition alle? Oh. Alter Schwede, ey. Das war Magnum Munition, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich will jetzt hier abhauen. Einfach nur noch weg. Ich gehe jetzt kurz noch bei den Leichen lang. Guck mal, ob die irgendwas für mich liegen haben. Warum auch? Ich bin ja munitionstechnisch super ausgerüstet. Da besagt sie. So. Oh, schön. Ich darf hier sogar rein. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl, wenn hier alles voll ist.
Ja, ist gut. Ich muss jetzt doch erstmal hier die... Ist ja auch nichts anderes als ein Gemetzel. Egal wo ich bin, können die Viecher auf mich raufkloppen, schießen, pissen, keine Ahnung was. Warum kommt nicht noch einer und ein so Kackvieh mit der fucking Gatling? Was denn jetzt? Ach, hier ist Endstation jetzt. Also, falle ich mal. Da will ich nicht runter, da will ich nicht runter. Eigene Munition. So, komm schon. In dem Wasser, da... Alles nicht der Ernst, Mann. Ich soll jetzt ernsthaft wieder da runter. Das kann nicht der... Bitte nicht. Nee, hier kann ich lang. Oh, ich dachte schon, ich muss da ernsthaft wieder rein. Kontrollpunkt. Hier ist wieder unten Raum. Hat ja wieder diese super herrliche, angenehme Musik. Wo ist sie? Wo kommt sie her? Wo ist Munition? Ein Schuss. Kann ich mit Rain Energy. Ich was machen? Oh, cool. Das ist natürlich auch cool. Och, was? Na, das war ja mal eine super Falle. Kann ich nochmal drücken? Jetzt ist das Ding leer. Aber ich habe da hinten dann noch eins gehabt. Dann spiele ich das Ding mal eben schnell leer. Ich hab's wieder nicht gesehen, glaubst du das? Hier liegt so eine Scheißstatue. Glaubst du? Was es mit diesen Scheißstatuen auf sich hat, weiß ich aber immer noch nicht. Auch im Kapitel 11 jetzt noch nicht. Ich hoffe, wir werden hier irgendwann mal schlauer. Was jetzt? Catman? Ja, wo? Da ist eine Tür. Aus einer riesen Dingsflasche. Das war's? Tatsächlich. Komm schon. Wo muss ich hier lang? Dann komme ich nicht durch. Noch mehr Streichhölzer. Okay, hier scheint nicht zu sein.
Ach du Scheiße, da oben ist sie. Los, komm. Ja, das soll rüberkommen. Lang schwimmen oder was? Und das Kackvieh ist hier wieder unterwegs. Ja, wie soll es auch anders sein? Sind hier irgendwelche. Da. Hier durch. Ach du heilige Scheiße. Aus dem Wasser raus. Oh, er schlurft wieder. Ja, mit dem Vieh werde ich noch meinen Spaß haben. Hier schon wieder irgendwann unten lang oder was? Kidman, halt durch! Hilfe! Das sind zu viele! Was soll ich jetzt hier machen? Ich werde es einfach versuchen. Ich werde einfach alle abschießen. Von den Kackdinger. Ja, mit dem Revolver, weil ich glaube, da habe ich am meisten Munition für. Oder auch nicht. Gar nichts. Herrlich. Ja, ich muss hier unten lang, weil er nicht drüber springen kann oder was. Oh, es ist nicht der Beste. Ja, das war's dann jetzt schon. Ist ja gut. Scheiß Vieh, ey. Wie er nicht springt, ne? Er springt aber nicht. Spritze setzen, Alter, dass ich das jetzt überlebt habe, ne? So einen kleinen Motherfucker da oben drauf. Der hier meint, mich die ganze Zeit anschießen zu müssen. Ich will auch noch weiter einer aufstehen. Okay, alle.
ich stehe wieder auf. Diesmal nicht, ne? Ja, okay, ist genug. Ich bin's. Ja, perfekt. Wenn du nicht gekommen wärst. Spar dir das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Pass auf! Wo habe ich jetzt Munition? Ja, genau, für meinen schönen Revolver. Ich kann die nicht nehmen. Achso, renn! Munition alle? Ich hab nichts gemacht. Was ist jetzt gerade voll? Selbst mit der Magnum brauche ich da 3 Schüsse für. Oder weil ich einfach nicht treffe. Kann natürlich auch sein. Haha, ob der Aufzug noch funktioniert? Ach ja, klar. Warum gehen wir nicht die Treppen? Okay, ich nehme den Fahrstuhl. Nee, ich nehme den Fahrstuhl. Ich habe keinen Bock, langsam ins Verderben zu gehen. Okay. Auch kann ich gar nicht benutzen. Oh, lol. Man muss dann wieder den langen Weg gehen, wo man langsam in Richtung Tod rennt. Das Einzige, was man hat, sind Streichhölzer. Streichhölzer am Mast und so ein Glabberschleim-Scheiß Gehirn. Ja, keine Ahnung. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Okay. Gut. Jetzt haben sie sich ja wieder... Schönes Leben wird das hier trotzdem nicht. Am besten ist, sie suchen sich jetzt so ein stilles Örtchen mit Wasser und dann lassen sie sich fressen. Da war nichts drin. So. Ja, sie rennt mir jetzt hier doof hinterher. Wo wollen wir denn lang hier? Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Vielleicht. Ja, ich schlag dich gleich, wenn du da bist. Okay. Machen wir wieder nichts drin. Sebastian, was ist... Bleib weg!
Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Was denn jetzt? Was? Hä, ich... Also bin ich jetzt auch... Scheiße! Ja, sie lässt mich natürlich nicht raus. Pass auf! Das auf! Das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Wo ist der? Leslie! Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Leslie? Super, jetzt renne ich dem Typen wieder hinterher. Eigentlich müsste ich mir doch selbst die Kugel geben jetzt. Wie ich so ein infiziertes Dreckschwein bin. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Ach ja. Boah, ey, ist nicht. Der ist ein Puppen, ne? Ekelvieh ist jetzt hier wieder zugange. Ich höre es. Irgendwas rennt hier rum. Was bringt mir das hier hinten? Also, ich hab grad ein bisschen Schiss. Das Kaffee. Hä? Oh Gott, ich... Was ist denn das für ein Scheißvieh? Weg. Thank you.
Oh fuck. Bitte lass mich weg. Bitte lass mich einfach nur weg. Ich will einfach nur weg hier. Ich will weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Lol. Gott, stimmt, da war ja Gas. Und ich baller hier die ganze Bude weg. Ich das schon höre, ne? Irgend so ein dickes, fettes Vieh. Hinterher kann's nicht. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Soll ich denn hier lang? Hä? Ich schleiche mich auch gerne durch seine Katakomben hier. Drehe ich jetzt das Gas ab? Ich hoffe. Munition alle? Bleibt so die Luft weg, ich krieg ein zu viel. Ich kann nicht quatschen. Dabei, das ist, ja, eine Schlüsselkarte. Das dachte ich mir schon, dass da die ist, die ich jetzt brauche. Um da hoffentlich in die Freiheit zu gelangen. So. Wo war jetzt gleich noch? Hier. Okay, jetzt gehe ich hier nach oben.
Joseph. Joseph? Ja. Warum wusste ich, dass er dasselbe sagt? Gut, Wasser haben wir hier nicht. Schon mal schön. Hier kann ich jetzt schon wieder zurück zum scheiß Kontrollpunkt. Gucken wir nach, vielleicht haben wir da wieder einen Tagebuch liegen. Ja, haben wir. Okay. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Josef und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass es manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in eine Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mir wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Gut. Jetzt könnte ich nochmal weg. Will ich aber nicht, weil so viel Us habe ich nämlich gar nicht eingesammelt. Na? Wo wollen wir denn lang? Oh ne. Nö, n-n. Sieht auch nicht so aus, als ob ich hier lang soll. Rennen wir mal schön woanders lang. Nochmal ein paar Kisten zerschmettern. Nichts. Danke. Bisschen Munition. Ist schon ganz gut. Ich frage mich die ganze Zeit, was wohl jetzt als nächstes kommt, ne? Jetzt kann ich da wieder lang und kann hier lang. Nee, hier ist nichts. Liegen schon wieder diese scheiß Puppen rum. Was ist denn das? Die schwarzen Gläser kann ich nicht benutzen. Sieht aus wie Kaviar. Oh. Alter Sch... Kommt der einfach hier rausgeschossen, der Arsch? Gut. Ach so. Natürlich gehe ich jetzt über diese super stabile Brücke. Boah. Ja, komm noch ein Stück hoch hier. Joseph. Okay, Leute. Wir haben es mal wieder geschafft. Kapitel 11 haben wir überlebt. Für den Anfang gleich wieder so ein übelst langes Kapitel. Aber jetzt durfte ich das mit der Steuerung wieder drauf haben, um in den nächsten Kapiteln wesentlich besser dazustehen als jetzt gerade. Und dann lässt mich hoffentlich das alles wieder etwas kälter. Und ich gehe nicht wieder so ab wie so ein kleines Kind. Sobald hier auch nur irgendwo was am Wackeln ist. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Zuzuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Und ja,
Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.